Willkommen zurück zu meinem Let's Play Ace Attorney Phoenix Wright, die Trilogie. Wir sind immer noch im ersten Teil der Trilogie, im Episode 5, im letzter Tag, zweiter Prozess. Ich bin's natürlich, eure Bumm36. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren, benutzt der Polizeichef Gant das hier. Den Wagen? Nun, ich verstehe. Vielleicht brauche ich es später, um Ihre Leiche zu transportieren, Herr Wright. Hä? Und ich helfe Ihnen, sie zu entsorgen. Polizeichef Gant blieb im Polizeirevier und Lana in der Staatsanwaltschaft. Es gibt also nur eine Möglichkeit, wie er die Leiche transportiert haben kann. Sonny Vegas, ich hasse dich gerade. Renne einfach nicht für mich. Ist in Ordnung. Das einzige Problem ist nur, wie brachte er ihn dazu, es zu tun? Vielleicht hatte der Beweis wirklich etwas mit diesem Fall zu tun. Ich frage Sie erneut, Herr Wright. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren, benutzt der Polizeichef Gant das hier. Was soll ich denn jetzt zeigen? Das Auto kann ich nicht vorzeigen, also vielleicht die Mordwaffe? Nun, ich verstehe. Vielleicht brauche ich es später, um Ihre Leiche zu transportieren, Herr Wright. Hä? Ja. Ist ja gut. Warte, ich weiß noch, was ich noch zeigen kann. Zurück. Damit hat er Inspektor Goodmans Leiche transportiert. Ein Parkschein, Miles Edgeworth. Sie meinen... Die Leiche wurde im Kofferraum von Edgeworths Wagen gefunden. Ich denke, es ist offensichtlich, was geschah. Die Leiche wurde in dem Auto transportiert. Sie meinen, ich habe die Leiche des Opfers gefahren? Genau. Aber warten Sie, sogar Sie wissen, dass ich nicht in meinem Büro zurückfahren wollte, nachdem die Zeremonie an jedem Tag zu Ende war. Aber sie kamen zurück. Sagen Sie mir, warum. Ah! Ich wurde darum gebeten, von niemandem Geringem als Polizeichef Gant. Er sagte, ich solle diesen Schraubenzieher in der Staatsanwaltschaft haben. Jedenfalls brachte ich ihn am Tag des Mordes zurück zur Staatsanwaltschaft. Sehen Sie also... Was sie wirklich zur Staatsanwaltschaft brachten, war nicht der Schraubenzieher, sondern die Leiche des Opfers in ihrem Kofferraum. Inspektor Goodmans Leiche wurde im Kofferraum von Edgeworths Wagen transportiert. Ja, außer Sie haben eine andere Erklärung, Herr Polizeichef. Weshalb sollte Edgeworth sonst den Beweis eines erledigten Falls transportieren? Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür. Um die Leiche zu ihrer Komplizin zu bringen. Zu Frau Lana Sky. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Was geht hier vor? Lassen Sie sich die unerhörten Vorwürfe der Verteidigung nicht widerlegen. Erinnern Sie sich nur an das Foto, das Rostar in der Staatsanwaltschaft machte. Dieses Foto zeigt nicht, wie die Leiche in den Kofferraum zum Abtransport gelegt wurde. Es war genau andersherum. Das Foto zeigt, wie die Leiche aus dem Kofferraum geholt wurde. Polizeichef Gant, bitte sagen Sie etwas. Ich glaube, Ihre Zeit ist um. Meine Zeit ist um? Tut mir leid, Vaito, aber Otge und ich gehen gleich zusammen essen. Wir müssen schnell machen, wenn wir noch rechtzeitig zum Frühspezial sein wollen. Aber das Kreuzfeuer ist noch nicht beendet. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen vorher sagte? Ein Polizeichef hat alle möglichen Waffen zur Verfügung. Waffen? Wie das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde mich darauf berufen. Was? Das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Sie werden also einfach weglaufen nach allem. Weglaufen? Bringen Sie mich nicht zum Lachen, Watty. Ich habe den alten Goodman erstochen. Das ist es, was Sie sagen, richtig? Wenn Sie zwingende Beweise hätten, hätten Sie schon vorgelegt. Nun, ich... Sie denken also, ich hätte Lana befohlen, die Leiche zu entsorgen? Wenn das so ist, dann zeigen Sie mir den Beweis und wir bringen es zu Ende. Ich sage es noch einmal, Herr White. Damon Gant ist der derzeitige Polizeichef. Dieses Gericht duldet keine Anschuldigung gegen ihn ohne Beweise. Nun, Herr White, Euer Ehren, haben Sie konkrete Beweise? Das Polizeichef Gant Goodman tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen. Habe ich konkrete Beweise? Beweis präsentieren. Ich darf ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Ich muss den Druck aufrechterhalten. Ja, Euer Ehren. Ich habe einen Beweis. Dann beeilen Sie sich und präsentieren Sie ihn, aber vergessen Sie nicht, dass er zweifelsfrei beweisen muss, dass Polizeichef Gant Inspektor Goodman umbrachte. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt dieses Messer präsentieren oder das andere? Also, was genau ist dieses Beweismittel eigentlich? Ein Beweis, um die Schuld des Polizeichefs zu beweisen. Sie dürfen dann Richter spielen. Aber ich bin der Richter. Oh, richtig. Nun, was denken Sie, Euer Ehren? Ich denke, Herr White, dass Sie zu spät zum Essen kommen. Dass ich zu spät zum Essen komme. Ich glaube, das war nicht ausreichend. Bitte, Euer Ehren, geben Sie mir ein wenig mehr Zeit zum Nachdenken. Ich sage es noch einmal, Herr White. Damon Gant ist der derzeitige Polizeichef. Dieses Gericht duldet keine Anschuldigung gegen ihn ohne Beweise. Nun, Herr White, Euer Ehren, haben Sie konkrete Beweise, dass Polizeichef Gant Goodman tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen? Habe ich konkrete Beweise? Ich darf ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Ich muss den Druck aufrechterhalten. Ja, Euer Ehren, ich habe einen Beweis. Dann beeilen Sie sich und präsentieren Sie ihn. Aber vergessen Sie nicht, dass er zweifelsfrei beweisen muss, dass Polizeichef Gant Inspektor Goodman umbrachte. Dann das andere Messer. Also, was genau ist dieses Beweismittel eigentlich? Ein Beweis, um die Schuld des Polizeichefs zu beweisen. Okay, das war auch nicht richtig. Verdammt. Habe ich konkrete Beweise? Und wenn ich jetzt anklicke, ich habe noch keine Beweise? Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, Euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Humpf, sehen Sie, Otgi? In diesem Fall... Das Gericht muss Sie für Ihre Anschuldigung gegen den Polizeichef bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Otgi, ich überlasse den Rest Ihnen. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr White. Okay. Gut, wir laden erneut. Wie gesagt, der 5. Teil ist für mich noch sehr... wagemütig. Ich darf ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Aber was soll ich dann vorzeigen? Das eine Messer war es nicht, das andere Messer war es auch nicht. Ich muss den Druck aufrechterhalten. Ja, Euer Ehren. Ich habe einen Beweis. Dann beeilen Sie sich und präsentieren Sie ihn. Aber vergessen Sie nicht... Ich muss die ganze Zeit die gleichen Sätze lesen. Nein, aus jetzt. Dass er zweifelsfrei beweisen muss, dass der Polizeichef Gant mit der Goodman umbrachte. Also, was genau ist das Beweismittel eigentlich? Okay, wir laden erneut. Oh, jetzt muss ich echt überlegen. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich glaube, wir haben halt einfach nicht wirklich einen Beweis. Ich will es doch mal, ich habe noch keine Beweise. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, Euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Humpf! Sehen Sie, Otgi? In diesem Fall, das Gericht muss Sie für Ihre Anschuldigungen gegen den Polizeichef bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Otgi, ich überlasse den Rest Ihnen. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr White. Das ist die Beleidigung eines ranghohen Beamten unserer nationalen Polizeibehörde. Was? Fortuna? Vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit ihr reden. Herr Edgeworth, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hätten noch nicht die Ehre, ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die die Wahrheit kennt, ein weiterer Zeuge. Bei Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage. Aber Polizeichef Gant hat sich auf sein Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemanden anderen, einen weiteren Zeugen, der alle Fragen beantworten kann, die sich im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Herr Edgeworth, wer ist diese Person? Humpf. Warum fragen Sie mich, Euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Verteidigung allein ruft heute die Zeugen auf. Herr White, gibt es einen solchen Zeugen? Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ja, Euer Ehren. Die Verteidigung ruft auf die Angeklagte? Frau Lana Sky? Ja, sie befand sich am 21. Februar um 17:15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisung einer gewissen Person. Herr Edgeworth, die Anklage hat keine Einwände, Euer Ehren. Nun gut, das Gericht wird für heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlungen in 15 Minuten für die Aussage der Angeklagten fort. Das Gericht ist ver... Einen Moment. Hä? Polizeichef Gant, ich dachte, Sie wollten essen gehen. Hören Sie gut zu, Lana? Er spricht mit Lana. Ich muss es Ihnen wohl nicht sagen, aber wenn Sie Whites Forderungen annehmen, wird das schreckliche Folgen haben. Ganz genau. Ihre Schwester wird für schuldig befunden werden. Für den Mord an Neil Marshall. Ah, das ist nicht gut. Natürlich werden Sie solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen, richtig? Nur etwas, woran Sie denken sollten. Also gut. Ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, ist das Gericht jetzt vertagt. 25. Februar, 14:04 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 2. Meine Güte, wie lange geht das denn noch? Und das gerade eben war ganz klar Zeugenbeeinflussung. Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie. Ja, dank Ihrer Hilfe, Edgeworth. Dieser Polizeichef, er ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Junge? Inspektor Gumshoe. Ha, 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 ha. Ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt. Tut mir leid. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchen, das mit Ihnen zusammenarbeitete. Meint er etwa Maya? Trotzdem, es sieht so aus, als ob wir Schachmatt wären. Polizeichef Gant hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Humpf. Beruhigen Sie sich, White. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte? Aber Polizeichef, das ist kein Recht, auf das man sich beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Risiken? Was meinte er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also auch das Recht, etwas zu sagen. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlungen von der Empore aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie. Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja, jetzt weiß ich endlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von dieser schrecklichen Mann erpresst wurde und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwältin sagten alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen Sie damit? Was glauben Sie wohl, die Anweisung vom Polizeichef Gant zu befolgen? Sie musste sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich Herr Marshall tötete. Hey, mach dir jetzt bloß keinen Vorwurf. Wenn du jemandem etwas vorwerfen möchtest, dann der Gesellschaft, Kleine. Polizeichef Gant mag alle mit seiner Erfälschung hereinlegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Emma, warte doch. Nein. Ich gehe mit Ihnen. Hm? Ich möchte dabei sein. Wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, White. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Fortsetzung folgt. Das heißt, ich kriege wieder von den Leben. Wuhu! Ich kriege wieder von den Leben. Yeah, yeah, yeah. Episode 5, aus der Asche, letzter Tag, zweiter Prozess 2. Okay, aber hier machen wir dann spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao!